Ja, Leute, die Diablo 3 Testwoche ist vorbei. Ich muss sagen, ich freue mich sehr auf das Endgame, aber das Ganze hat auch ein paar kleine negative Punkte. Und zwar, wie so ein User schon geschrieben hat, Diablo 3 finde ich, wenn das Endgame genauso sein wird wie das hier, würde ich sagen, dass es ein bisschen nur noch in Geschnetzel ausartet, dass man halt nicht mehr so viel von der Story mitkriegt und so. Also man kriegt schon was von der Story mit, aber man, ich weiß nicht, das Spiel ist dann halt nicht mehr so drauf fokussiert und das war halt ein ziemlich großer Punkt für mich, der mir gut gefallen hat in den letzten Teilen, also Teil 2 und Teil 1. Und ich bin mir auch nicht sicher da, ich bin gerade noch so ein bisschen wie heißt das? Ja, ich bin mir halt noch nicht sicher, was das Let's Play davon angeht. Wir werden einfach mal gucken, was sich daraus machen lässt und was eben nicht. Ansonsten, für die Fans von Diablo ist Diablo 3 natürlich super zu empfehlen. Echt ein geiles Game, kann man echt gut zocken. Aber jetzt für die Neueinsteiger, ich weiß es nicht. Das ist halt Geschmackssache. Das ist wirklich nur Geschmackssache. Da kann man nicht sagen, jetzt, also, da kann man echt keine große Gruppe ansprechen, glaube ich. Also, dass man irgendwelche Neueinsteiger da findet. Und ja, ich denke, viele Leute werden sich das Spiel kaufen, schon allein wegen dem Mainstream-Druck. Das ist ja bei Battlefield zum Beispiel genauso eigentlich, dass alle es haben wollen, nur weil alle es haben. Bei MW3 ist das zum Beispiel auch so. Das wird bei Diablo nicht ganz anders sein. Mir persönlich hat es jetzt nicht so mega gut gefallen, das Spiel. Allerdings gibt es da wahrscheinlich auch echt getrennte Meinungen, sage ich mal. Ja, das ist halt Ansichtssache in dem Sinn. Und ja, ich hoffe, die Beta-Testreihe hat euch so ein bisschen gefallen. Wir sind leider nicht ganz fertig geworden. Am letzten Abend bin ich dann noch getrennt worden vom Server, wo ich dann noch gefragt habe, was los war und so. Wenn ihr die letzte Folge geguckt habt, dann wisst ihr ja wahrscheinlich, wovon ich rede. Ja, das war ein bisschen schade. Ich denke, das war auch der letzte Boss. Oder ich bin mir nicht sicher, ob die Beta da noch weiterging, aber soweit ich weiß, ging es halt nur bis Level 15 war das, glaube ich. Und ja, deswegen, wir haben das meiste gesehen, denke ich. Und je nachdem, ob sich dann am Endgame, ich glaube nicht, dass sich was ändert, weil die Beta ist ja im Prinzip schon das Release des Spiels, nur noch mit ein paar Bugs und so. Ja, muss ich einfach nochmal schauen. Also, da ist echt das letzte Wort noch nicht gesprochen. Müssen wir nochmal gucken. Ja. Warum ich gerade so ein bisschen unkonzentriert rede, ist, weil im Hintergrund gerade Real Madrid gegen FC Bayern läuft. Steht gerade 1-0 und so. Deswegen bin ich gerade ein bisschen abgelenkt, aber ich konzentriere mich jetzt mal ein bisschen aufs Quatschen. Und ja, mal gucken, was dann aus dem Let's Play wird. Ich hoffe, euch hat die Testreihe ein bisschen gefallen, so. Meine Kommentare nicht zu nervend waren. Das versucht man ja auch immer bei jedem Video, dass man da so ein bisschen die Balance findet zwischen Nerven und häufig Kommentare bringen. Man muss ja nicht, man kann nicht die ganze Zeit rumschweigen und so, ja, du stirbst und so sagen. Das ist halt gar nicht so einfach, wie es sich normalerweise anhört, so. Ja, wir sehen uns dann hoffentlich in den nächsten Projekten. Das Limbo-Projekt ist beendet, das Diablo 3 Beta-Projekt ist beendet. Ja, es laufen zurzeit echt viele Projekte. Viele, viele Projekte auf unserem Kanal. Ja, das wird ein kleines, das ist jetzt ein kleines Informationsvideo. Ich quatsche jetzt hier so ein bisschen vor mich hin so. Über die ganze Situation auf dem Kanal, über die ganze Sache halt. Uns freut, also was mich sehr freut, ist, dass ja die Leute, also dass ihr die Videos nicht ganz ignoriert, sag ich mal. Also ihr guckt sie euch ja hoffentlich ganz an und das freut mich tierisch, also auf jeden Fall. Jetzt zur Zeit laufen so Spiele wie Need for Speed. Die Reihe läuft echt schon lange und echt erfolgreich, sag ich mal. Battlefield 3 wird weiterhin laufen. Da gibt es echt keinen Makel, sag ich mal. Da sich die Beta ist beendet, ja. Und dann hier Need for Speed Hot Pursuit. Wird ganz normal weiterlaufen mit dem Valle. Da weiß ich nicht, muss ich mich nochmal mit ihm abklären, wie lange Valle das machen will. Ja, die Battlefield 3 Singleplayer-Kampagne wird der Leo wahrscheinlich ganz normal durchzocken. Da, ja, wenn ihr Bock drauf habt, schaut da mal rein und so. Rayman Origins, ja, da habe ich gemerkt, dass das Spiel nicht ganz so gut ankommt, wie ich mir gehofft hatte. Und gerade eben hat, steht jetzt 2-0. Also ja, gegen Bayern und so. Und ja,
Dungeon Defenders, ja, das wurde pausiert, aber wir nehmen jetzt am Wochenende, also am Samstag, den, was ist denn das? Ja, genau, der 28. Dann werden wir wieder aufnehmen, ich und der Julian. Und dann geht's auch in der Hinsicht weiter. Super Meat Boy geht regulär weiter, ganz normal. Und The Binding of Isaac auch. Und ja, ansonsten kommt halt noch einiges auf uns zu diesen Monat. Was jetzt demnächst released wird, sind halt einige Spiele, die jetzt kommen diesen Monat. Also 2012, sag ich mal, wird ein echt erfolgreiches Jahr, was jetzt die ganzen Let's Plays, also die ganzen Spiele angeht und so. Da kommt echt richtig viel noch auf uns zu, was wir auch Let's Playen könnten, muss ich aber sehen, weil zum Beispiel, ich wollte ja Risen 2 Let's Playen, sag ich mal. Jetzt ist allerdings so, dass der liebe, gute Gronkh davon nämlich schon ein Let's Play hat. Und das hat er ja schon released irgendwie, keine Ahnung, zwei Wochen bevor das Spiel eigentlich rausgekommen ist, wegen seinen Connections, sag ich mal. Und deswegen, ich weiß nicht, ich denke, wenn sich die Leute entscheiden müssten zwischen Gronkh und zwischen unserer Gruppe, dann liegt die Antwort ja relativ nahe. Was die Qualität und so seiner Videos angeht, übertrifft er uns ja noch um einiges. Ja, deswegen müssen wir halt mal gucken, so. Das ist eigentlich so das, was ich mir gewünscht hätte eigentlich, was wir machen sollten. Zurzeit ist der 25.04. Das heißt, Risen 2 kommt übermorgen raus. Ich habe schon vorbestellt. Vielleicht werde ich jetzt planen, aber höchstwahrscheinlich, sage ich mal, werde ich halt für mich alleine zocken. Und ja. Ja, was kommt da noch auf uns zu? Resident Evil Operation Raccoon City. Am 18.05. kommt das Ganze raus. Ich bin da auch noch ein bisschen getrennter Meinung, da laut einigen Berichtungen das Ganze ja nicht so prickelnd sein soll. Und worauf ich mich natürlich tierisch freue, ist das Spiel Max Payne 3. Das wird released am 21.06. dieses Jahres. Ja, das wird ein wirklich Hammer-Spiel, denke ich mal. Also da freue ich mich auf jeden Fall schon richtig gut drauf. Denn die ersten beiden Teile von Max Payne sind ja echt gut abgegangen, sag ich mal. Und ja, ich merke schon, ich quatsche euch hier schon ziemlich lange voll. Schon 7 Minuten haben wir raus. Ja, ich sag mal so, unser Let's Play-Kanal, sag ich mal, wird, je nachdem, ich denke, also jetzt, was ein Verfallsdatum unseres Kanals angeht jetzt. Ich denke, wir werden das Ganze so lange machen, wie wir Lust drauf haben. Aber wir werden jetzt nicht von heute auf morgen aufhören. Das kommt für uns definitiv nicht in Frage. Vor allem, da wir eine Gruppe sind, kann es echt sein, dass dieser Kanal hier über mehrere Jahre laufen wird. Da vielleicht hat einer mal keine Lust mehr irgendwie, weil es wird ihm zu stressig wegen Schule und so. Muss ja ganz versuchen, da ein bisschen so eine Kombination rauszufinden, wie man das Ganze vereinen kann. Das ist auch nicht ganz so einfach, wie man denkt. Und ja, dann muss man halt gucken. Also wenn einer von uns aufhören sollte irgendwann, dann ist das Ganze nicht so schlimm, weil wir ja zu 8 sind und dann werden die anderen natürlich immer noch Entschuldigung, weiter Videos hochladen und deswegen, ja. Ich hoffe einfach, die Leute, die sich jetzt wirklich unsere Videos anschauen, die Spaß an unseren Videos haben, dass diese Leute einfach dabei bleiben. Vielleicht, wenn euch Videos nicht gefallen, dass ihr sie dann wirklich ehrlich bewertet. Das habe ich von Anfang an gesagt, das war mir das Wichtigste. Denn je nachdem, wie ihr bewertet, je nachdem, also das ist eigentlich das Wichtigste, was man an Videos tun kann, sie ehrlich bewerten. Denn wenn ihr jetzt bei jedem Video unbedingt einen Daumen hoch geben müsst, dann ist es nämlich so, dass man denkt halt, dass die Videos perfekt sind und dass man nichts mehr daran ändern muss. Und wenn ihr wirklich Verbesserungsvorschläge schreibt und so, dann hilft uns das mehr, als jedes Mal einen Daumen hoch zu bekommen. Und im Endeffekt sind die Videos dann, ja, nicht so gut, sag ich mal. Und ja, ich hoffe, ihr bleibt noch lange treu, die Leute, die uns unsere Videos mitverfolgen. Und ja, dann, ich wünsche uns jetzt für 2012, sag ich mal, ich habe keine festen Ziele. Ich denke einfach nur, dass unsere Gruppe möchte halt Leute mit unseren, wir möchten Leute mit unseren Videos begeistern, wir möchten Leuten Spaß vermitteln. Deswegen hat unser Video auch als Kategorie, hat jedes unserer Videos als Kategorie natürlich auch Fun. Also nee, nicht Fun, sondern Unterhaltung, genau.
Und ja, wir möchten halt so viele Leute wie möglich unterhalten. Ich mache da auch keine irgendwie Abo-Ziele oder so. Ich will bis dann und dann so viele Abos haben oder so. Denn es ist einfach Quatsch. Es geht halt darum, dass nicht null Leute unsere Videos angucken. Aber mir geht es jetzt auch nicht darum, dass 50 Millionen Leute unsere Videos angucken. Also wenn wir zum Beispiel jetzt null Abonnenten hätten, dann sehe ich das Ganze als zwecklos an, wenn keiner unsere Videos angucken würde. Aber ich meine jetzt so 30 Klicks oder so in einem Video. Als Anfangs-YouTuber sieht man die ganzen Sachen ganz anders. Also man sieht natürlich, wie die ganzen anderen YouTuber da 6.000, 8.000 Klicks nach 12 Minuten oder so haben. Die großen YouTuber gibt es ja einige richtig gute. Und da möchte man natürlich auch ein bisschen hineifern und so. Aber wenn man dann auch sieht, wie viele Videos die und wie viel Arbeit die in diese einzelnen Videos alle reinstecken, da möchte ich erstmal meinen Hut vorziehen vor diesen Leuten. Und ja, also wen ich jetzt hier an dieser Stelle ganz besonders loben möchte, ist die Let's Player-Gruppe Pete's Meat. Kennt ihr bestimmt. Und ja, die sind echt, also sehr aktiv. Haben auch echt einiges erreicht in echt kurzer Zeit, wenn man sich das mal ganz mal anguckt und so. Und ja, das ist so ein bisschen, wir versuchen, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin und ohne hin und her geschwafel, unser Ziel ist es so ein bisschen Pete's Meat nachzueifern. Es ist halt kein Nachmachen, da wir versuchen, in den Spielen so relativ eine Distanz zu schaffen, indem wir nicht die gleichen Spiele let's playen. Bei Battlefield ist es jetzt so, dass wir alle das Spiel haben und deswegen auch nicht sagen können jetzt so, dass wir das Spiel nicht let's playen, weil das ist halt perfekt gedacht für uns, sage ich mal, da genau unsere perfekt ganze Gruppe das Spiel hat. Und ja, ansonsten wünsche ich euch einfach noch viel Spaß. Und ja, ich bedanke mich bei allen ganz herzlich, dass ihr unsere Videos anguckt. Und wir sehen uns dann hoffentlich in einem, oder beziehungsweise hören uns. Wir werden uns wahrscheinlich irgendwann zeigen, wenn wir uns mal treffen, weil wir wohnen ja, wie gesagt, quer verteilt in Deutschland. Dann gibt es wahrscheinlich auch noch einen kleinen, wie heißt das, Vlog oder Vlog, wie man es nennen möchte. Und dann zeigen wir uns mal ein bisschen und dann geht es auf jeden Fall ab. Ja, und ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, dass ihr unsere Videos schaut und ich hoffe, ihr bleibt ein bisschen, ihr schaut öfter mal bei uns rein, also ihr vergesst uns nicht komplett und ja, wir sehen uns dann in einem Let's Play von mir, von wem anderes aus der Gruppe und ja, tschüss Leute.